Jo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir haben im letzten Part den 5. Arena-Orden geholt und somit auf Fliegen gehalten, was unser Nidorino erlernen kann. Und jetzt gehen wir zur Safari-Zone und holen uns da noch die paar Encounter, die auf dem Weg liegen. Und in der Safari-Zone selber werde ich nicht reingehen. Einfach aus dem Grund, da ist drin, da ist nichts gerandomized. Das weiß ich noch von damals, weil ich selber mal eine private Nuzlocke gespielt habe, also eine Randomizer-Nuzlocke. Und da war in der Safari-Zone nichts gerandomized, wäre auch ein bisschen komisch, wenn doch, aber ja. Sonst kann man die Challenge von Typen ja eh nicht schaffen. Aber gut. Wir haben trotzdem ein bisschen was auf dem Weg dahin. Pokécom müsste ja eine Karte sein, oder? Es ist 8.09 Uhr, Alter. Ja, Route 47, Route 48 und die Safari-Eingang. Da müsste hier irgendwo die Höhle sein. Warum auch immer die hier nicht auf der Karte angezeigt wird. Aber gut. Aber rein theoretisch müsste die Höhle einen anderen Namen haben. Na gut. Und wir haben uns ja auch noch ein paar Hyperbälle geholt im letzten Part. Also sollte eigentlich alles soweit klappen. Felsklippentor. Theoretisch könnten wir hier unten auch noch ein Pokémon bekommen. Aber ja, ist halt jetzt so erstmal nicht der Fall. Du kommst goldrichtig, ich war gerade dabei, mich ein wenig einsam zu fühlen. Aber ein Kampf ist ein Kampf, also los geht's. Oder so, ähnlich. Okay, dann lass uns mal kämpfen, Bro. Lass uns doch nicht kämpfen, du hast ein Debeldra. Shit. Was mache ich da am besten? Ich gehe halt erst einmal in Joey gehen und mal gucken, was du so Schönes hast. Sandwirbel, okay, nevermind. Ich beiß dich kaputt, Junge. Das war eigentlich ein Scherz, aber okay. Ein Nokshan. Okay, noch so ein ekelhaftes Pokémon. Da können wir aber, denke ich mal, einfach in Matthias gehen. Weil, was will das Nokshan mir groß anhaben? Okay, Agilität, was auch immer. Ich meine, was kann es wirklich auf den Level? Kometenhieb oder sowas? Tempohieb, ja, okay, das ist so ziemlich resistet. Und Tschüssikowski, fliegt mal eben in die Luft. Weil ich bin Dumbo. Oder so. Ja, mach dich noch schneller, genau. Das ist das, was die Welt braucht: schnelle Nokshans. Und Tschüssikowski. Weil eine Rivalität geboostete Fliegenscheiße solltest du nicht überleben können. Und ein Flamara. Was ebenfalls männlich ist, was für mich heißt, ich kann einfach mal drinnen bleiben und Doppelkick drücken. Ja gut, dann überlebt er halt einen, aber nein, nächsten ist er tot. Sofern ich treffe natürlich. Gut. Flamara kann auf den niedrigen Level zum Glück nichts, oder allgemein die ganzen Evolutions. Da brauche ich nicht wirklich Angst vor haben dann. Und Level 31 für Matthias, sehr schön. Ist ja nicht so, dass du jetzt die Level unbedingt bräuchtest, aber es ist trotzdem schön. So, dann gehen wir eben kurz hier rüber wegen dem Pokéball. Wir haben es nicht so mit Menschenmengen und zelten daher lieber im Freien. Geht es dir etwa genauso? Nichts dagegen, dass du hier zelten willst und sowas, aber könntest du hier nicht ein bisschen feucht irgendwie in der Umgebung sein, weil da ist direkt neben dir ein Wasserfall und du hast einen scheiß Pelipper. Du hast einfach einen scheiß Pelipper. Irgendwie glaube ich, das Spiel will nicht, dass ich meine Pokémon entwickeln lasse oder so. Ich meine, warum kommt jetzt ganz halt irgendwelche Wasser-Pokémon? Aquawelle, okay, das dürfte wehtun. Naja, doch nicht so. Da habe ich Pelipper vielleicht ein bisschen überschätzt gerade. Und ein Flinch und ein totes Pelipper. Yay. Aber hey, Joey ist jetzt auch Level 31. Sehr schön. Alle außer die Pokémon, die es werden sollen. Und ein Roselia. In
Ja, bei Roselia kann ich tatsächlich aber wieder zurück in Karmaub wechseln, weil ich sehe nicht, was Roselia könnte außer Zauberblatt. Das wird wahrscheinlich der stärkste Angriff sein, den Roselia könnte. Egelsam zählt nicht. Egelsam ist einfach ekelhaft. Aber eigentlich sollte ein Flammsturm wohl ausreichen, um es zu killen. Ich meine, das ist ein scheiß Flammsturm. Und ich bin 10 Level höher. Burn. Oder so. So, nur noch, na, nicht mal ganz die Hälfte. Also, wir haben es fast geschafft. Okay, und was ist das hier für ein Item? Steinrauch. Yay. Oder so. Na, oben erwartet uns ein Doppelkampf. Ist das nicht schön? Ich freue mich ja auch schon sehr drauf. So, Route 47. Hier können wir uns einen Encounter holen, so wie in der Höhle, glaube ich, selber auch. Muss ich gleich nochmal drauf achten, was das eigentlich ist. Okay, unser Encounter auf Route 47 ist ein Chalelelos. Das ist doch mal ein vernünftiger Encounter. Ich meine, ja, okay. Man muss es erstmal entwickeln und so, aber Gastrodon ist halt fucking stark eigentlich. Und es wird sich, denke ich mal, relativ gut mit dem Team machen. Nur muss ich da mal gucken, wie ich es einbaue. Vor allem dann, es werden noch ein Boden-Pokémon, by the way. Yay. Wie schwäche ich das denn jetzt am besten? Ist da eben noch irgendeinen schwachen Move oder so? Nicht wirklich. Ja gut, du hast Zertrümmerer, ne? Dann komm du mal raus. Ein Zertrümmerer wirst du ja wohl überleben. Und du kannst schon Aquavelle. Auch nicht schlecht. Natürlich haben wir eine Wasserattacke mit Tuska, aber es ist halt kein Wasser-Pokémon, ne? Als ob Zertrümmerer trotzdem die Hälfte gemacht hat. Kraftreserve, oh shit. Okay, sie ist normal effektiv, dann keine Ahnung, was es ist. Du werfen wir einfach mal einen Netzball, einfach weil es ja ein Wasser-Pokémon ist. Und ich habe die Bälle ja nicht umsonst. So. Chalelos, ne Seeschnecke, okay. Und eben weil es eine Seeschnecke ist, haben wir natürlich den besten Namen überhaupt dafür. Gary. Ich habe keine Ahnung, ob Gary mit... Oh, scheiße, Friedhofsbox. Ich habe keine Ahnung, ob Gary mit 2R oder mit... Keine Ahnung, wie Gary geschrieben wird. Ihr wisst, welchen Gary ich meine, den aus SpongeBob. Also, wenn ihr es besser wisst, dann... Benenne ich es um oder so, aber erst einmal fliege ich kurz zurück und hole es aus der Friedhofbox raus. Könnte ich natürlich alles theoretisch später machen, aber weil wir eben noch ein paar Pokémon fangen wollen, würden die auch alle in der Friedhofsbox landen und das will ich jetzt eigentlich nicht. Warte mal, heißt das Charmian oder so, sind auch in der Friedhofsbox gelandet? Nö, nur die, okay. Leider kein Item. Aber na gut, ist halt so. Hast du eigentlich eins? Nein. Weil bei den wilden Pokémon, also ich habe ja ein bisschen auch da trainiert, hat das eine Charmian einen Fokus-Gurt getragen. Wie auch immer. Vor allem warum auch immer das bei Doppelkick getriggert wird beim zweiten Tritt. Weil eigentlich hat es ja nicht mal volle KP beim zweiten Tritt, aber na gut. So, und ja, an sich habe ich jetzt ein bisschen Zeit verschwendet, das weiß ich selber. Allerdings ist der Weg jetzt zum Glück nicht weit. Ich habe halt echt keinen Bock auf diesen Doppelkampf. Denk mal, ich werde Chester auch für den Doppelkampf nach vorne packen. Und bei Kamau muss ich mal sehen, ob ich sie überhaupt vorne lasse für den Kampf. So, Fels. Was auch immer. Felsschlundhöhle. Okay, das ist definitiv auch eine neue Höhle. In der wir noch nicht waren. Das heißt, hier können wir auch wieder einen Encounter fangen und es ist ein. Panzer-Aeron! Okay. 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 Okay, ich hoffe mal, dass das Ding keinen Wirbelwind auf den Level kann. Oder Brüller.
Hervorragend, schlag was du immer, mach was du willst. Also mach nicht, was du willst, weil, ne? Wie, du tötest meine Pokémon. Aber ein Panzer-Aeron. Das würde meine Pflanzenschwäche so hart abdecken. Offenlegung, ja. Tut mir leid, dass ich kein Protect gedrückt habe. So, und jetzt fang ich einfach mal an, Bälle zu werfen, einfach weil ich keinen Bock habe, ihn jetzt tot zu critten. Warte mal, wir sind in einem dunklen Ort, also... Letzter Finsterball, go! Hat gut geklappt. Okay, mach dich schneller, was auch immer. Furienschlag, Offenlegung, Agilität, das sind schon mal keine guten Attacken. So, Hyperball. Das könnte anstrengend werden. Ah ja, und Knarksen entwickelt sich, by the way, erst mit 48. Aber ich denke mal, das weiß so gut wie jeder, weil irgendwie gefühlt jeder immer einen Knackhack mitnimmt. Außer ich, weil es so overhyped ist. Aber gut. Furienschlag ging daneben, okay. Selbst wenn er mich mit Furienschlag critten würde, würde er maximal 30 KP abziehen. Wenn alle 5 critten würden. Yes, hab's. Okay. Panzer Aeron wurde gefangen. Easy. Nicht easy, aber ihr wisst, wie ich es meine. So, Stahlflug. Seine robusten Flügel scheinen schwer zu sein, aber sie sind hohl und es kann frei emporfliegen. Okay, cool. Hohle Flügel. Wieso auch nicht? Ja, Spitzname. Wie nennen wir es denn? Keine Ahnung, mir fallen halt gerade echt keine Namen mehr ein, deswegen nehmen wir es einfach Sora. Weil Kingdom Hearts 3 ist das beste Spiel sowieso, also, ne? Yay, wir haben endlich mal ein gutes Pokémon gefangen. Oh mein Gott, dass ich sowas noch erleben darf. Wann stirbt mein Team? Ach ja, richtig, hier beim Doppelkampf bestimmt jetzt. Dann kann ich den einfach ausweichen. Ich kann ihn einfach ausweichen. Ja. Dann weiche ich den auch einfach aus. Einfach weil ich keinen Bock darauf habe. So, was haben wir denn hier unten für ein Item? Wir haben hier ein Zink. Wow, dass ich mal so etwas Stumpfes einfach finde. So, den können wir auch ausweichen, sehr schön. Und dann sind wir schon auf Route 48, also nächste Encounter-Time. Das haben wir schon. Ich werde es genießen, dich zu töten. Einfach, weil wir unseren Encounter hier auf der... Also, den Encounter schon haben. Also, müssen wir auf den nächsten Encounter warten. Und hier gibt es eigentlich einige Pokémon. Ich meine, hier gibt es im Normalfall Vulcano, Porenta, Ibitak, Dicta. Also, ja, hier gibt es bestimmt ein paar. Wahrscheinlich noch ein paar mehr, als die ich gerade aufgezählt habe. Okay, und wieder ein Individuum. Leck mich doch. Egal. Bis ein neuer Encounter kommt, meine Leute. Zum Glück habe ich das Individuum noch nicht rausgeholt, um es umbringen zu lassen. Was? So. Plauderguy. Ha. Huh. Auch interessant. Das kann ich, denke ich mal. Wie schwäche ich das? Mit Chester. Das Ding hat bestimmt 40 KP. Und wenn nicht, dann. Was? Ja? Das hat sogar schon. Willst du mich eigentlich verarschen? Okay, was auch immer. Dann schmeißen wir unsere Hyperbälle drauf. Warum? Meine Güte, du bist nur ein scheiß Plauderguy. Oh Gott.
Oh Gott, warum kannst du Geschwätz? Also, auf den Level, warum verwirrt es nicht, hä? Ich wusste, dass es damals nicht verwirrt hat. Also, ich bin doch nicht blöd. Gut. Schön zu wissen, dass ich nicht blöd bin. Okay, Hyperball Go. Komm schon. Ich habe nicht ewig Zeit. Es macht so einen Spaß. Es bleibt endlich drinnen in den Scheißball. Du bist nur ein Plauder-Guy. Dankeschön. Gut, und mit Plauder-Guy haben wir eigentlich auch einen relativ akzeptablen Encounter. Ich meine, es ist definitiv nicht schlecht. So. Für den habe ich einen ganz kreativen Namen. Bla bla bla. Bla. Finde schön, dass die Buchstaben einfach direkt nebeneinander sind. Ging ziemlich schnell mit eintippen. Habt ihr gerade eventuell selber gesehen. Und ein Hyperheiler. Ah. Ja, was auch immer. Und wieder ein Plauder-Guy, Level 24 diesmal. Ist aber vollkommen egal, welches Level. Ich meine, ich würde sie sowieso aufs Screen hochleveln, wenn ich sie im Team haben möchte. Und ich bin ehrlich gesagt momentan ziemlich stolz auf mich, dass ich sie wirklich selber hochgelevelt habe und keine Sonderbonbons benutzt habe. Die werden wahrscheinlich wirklich erst bei Rot zum Einsatz kommen oder sowas, weil ich weiß nicht, wie es mit Rot aussehen wird. Ich werde wahrscheinlich erst 50 oder sowas sein, oder sagen wir 60. Dann habe ich keinen Bock, 20 Level offscreen zu hoch zu leveln. Oder sagen wir 15 Level oder so, keine Ahnung. Nicht allzu viel. Und ich werde eher eben kurz mal meinen Kamaup hochleveln. Was heißt hochleveln? Ich werde ihn eben kurz ein Level-Up noch geben. Einfach weil ich es jetzt endlich mal entwickelt haben möchte. Und mit 33 komme ich auch schon besser gegen die nächste Arena an. Ich meine, sie hat eigentlich zwei Magnetidos Level 30 und ein Stalos 35. Und wir wissen alle, dass die 30er Magnetidos 32 sein werden und das Stalos wird, also das 35er Pokémon, wird mindestens 37 sein. Wenn nicht sogar schon 38. Also Spaß oder so ähnlich. So, hoffentlich reicht das Pokémon jetzt. Weil ich langsam echt keinen Bock mehr habe, mit Kamaup zu kämpfen. Nein, natürlich reicht das noch nicht. Noch einmal. Es gibt einen Rotom hier. Okay, ich beschwere mich nicht. Ich habe einen Plauder-Guy. Ist auch nicht schlecht. Aber es gibt einen Rotom hier. Kung-Fu-Strahl, ja, leck mich doch. Lei ist verwirrt. Ja, passiert schon mal. Und es haut sich selbst. Ja, es passiert auch schon mal. Und dann werde ich sowas von rauswechseln in eben Momo, weil Momo hat Finte und Momo kann töten oder so ähnlich. Donnerschock, okay. Sollte nicht allzu viel machen. Und dann drücke ich einfach mal Finte und ich hoffe mal, du stirbst, weil ich bin 10 Level höher, 11 Level höher. Es ist sehr effektiv und ich habe fucking viel Attack. Also danke für Sterben. Und der Jahre ist Level 33, endlich. Yay, mal wieder eine Entwicklung mit einem Part. Dass ich sowas nochmal erleben darf. Oder dass ihr sowas nochmal erleben dürft. Ach ja. Dann können wir gleich Tuska an die erste Stelle packen und dasselbe nochmal mit ihnen machen. Yay. So. Und versucht Steinhagel zu lernen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Da kann ich mal was gegen Flug-Pokémon machen. Ach ja. Und wir können Heuler wegmachen. Es hat einfach jetzt 58 Def, ne? Von was war das eben? Das war irgendwas im 30er Bereich noch, die Def. Alter. Kamerupt OP.
Ja, 85 Special Attack, das ist auch schon mal nicht schlecht. Ja gut, wir haben halt Angriffs Minuswesen, aber was soll's? Verhindert einfrieren. Ernsthaft? Was ist das für eine dumme Fähigkeit? Aber gut. Ich beschwere mich mal nicht. So. Gehen wir erst einmal hier hoch in den Safari-Eingang, damit wir auch mal hier sind. Ja, ich möchte einkaufen. Du musst den Laden erst aufmachen. Was musst du erst aufmachen? Du stehst unter deinem Zelt. Ich habe die Textbox noch nie verstanden. Laden aufmachen. Ach ja. Ja, ich hole mir einfach mal zwei Flottbälle, einfach, dass wir einfach die nächsten Encounter kriegen, einfach mal direkt einen Ball werfen können. Und nicht wieder so lange warten müssen. Und ich glaube, das war's jetzt erst einmal an Encountern. Wir können uns noch den einen da am Anfang holen. Ja. Wir können sogar mehrere am Anfang holen. Ich habe eine Angel und Surfer. Ja. Fuck. Rosamurie hat angerufen. Egal. Ja, wisst ihr was? Das mache ich, glaube ich, auch gestern den Rest des Pades. Einfach mal ein paar Pokémon fangen, die ich noch nicht habe. So, wir haben Azalea City ein, wir haben Orania City. Dann fehlt uns Tick City. Ich meine, mit Angeln bringt es mir nichts, das weiß ich ja. Deswegen muss ich hier eben mal oben drauf surfen. Und auf mein Glück hoffen. Die Arena kann halt schließlich noch ein bisschen warten, nicht wahr? So, was haben wir denn in Teak City für einen schönen Encounter? Ein Europ. Es gibt durchaus bessere, aber es gibt auch durchaus schlechtere. Meine Europ ist zum Glück relativ defensiv. Also, ich könnte tatsächlich sogar ziemlich gut sein und. Warte mal. Ich kann bestimmt aus der Trommel drücken. Selbst wenn das Ding irgendwie Icy Wind oder sowas hat, ist es noch kein Eis-Pokémon. Und ja, Europ ist noch kein Eis-Pokémon. Zugabe, okay, du willst es nochmal sehen, wie ich deine Gedärme zertrümmere. Das wirst du aber nicht sehen, weil ich jetzt Bälle auf dich werfen werde. Ich habe mir Flottbälle geholt, ne, und werf sie nicht. Ich bin echt gut. So, damit wäre Europ gefangen. Ein Seehund, wer hätte das gedacht? Keine Ahnung. Applaus, Applaus, weil es ist eine Robbe. Die applaudiert halt und Dinge. Ja, was auch immer. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mir noch mal ein paar neue Bälle holen. Dann ist mir gerade eingefallen, ach ja, warte mal, ich habe gar kein Geld. So, nicht Bericht. Sondern fliegen nach. Ich glaube, Dukatia können wir uns gar kein Poké holen, außer das Evoli hier war. Ja, zählt ja nicht. So, ich kann es mir ja trotzdem holen, aber ja. In Azalea City gibt es nichts zum Angeln. Dafür in Viola City. Können wir angeln und sogar surfen. Und ich denke mal, ich entscheide mich auch für Surfen, weil da die Pokémon teilweise halt stärker sind. So. Was habe ich da nicht hinterkomme? Naja, egal. Und dann gibt es, glaube ich, oben rechts sogar noch die Stelle, wo ich eben kurz ein Item abgrasen kann oder so. Ja. Was haben wir denn hier? Ein Top-Elixier. Okay, das ist ja nette Items und so, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sowas benutzt? Na gut. Kann ich da unter durch? Nein, natürlich nicht. Weil warum sollte der Game Freak das einprogrammieren, dass man unter einer Brücke durch kann? So, und dann Encounter in Viola City. Ist ein Mauzi. Ja gut. Ist schon fast genauso gut wie ein Charmian oder so. Wo ich fast behaupte, dass Charmian besser ist. Mogelhieb, okay. Ich sollte Flottbälle werfen, meine Güte. Egal, drücken wir einfach mal Finte. Es ist schließlich auch noch kein Step.
Okay, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich das komplett aus dem Leben nehme, aber na gut, ich traue nicht drum, weil es ist halt nur ein Mauzi. Ich glaube, da oben links war auch noch eine Stelle, wo man stehen konnte. Also längs laufen konnte, weil da was war, wie auch immer. Auf jeden Fall sieht es stark danach aus. Ein paar Pinella. Hätten wir rein theoretisch nicht fangen dürfen, weil wir einen Chaloko haben. Aber gut, ich werde es dennoch einmal killen, einfach wegen den Erfahrungspunkten. Und ja, ich weiß, dass der Part rein theoretisch vorbei ist. Allerdings will ich eben noch mal kurz in der Anfangsstadt. Obwohl, ich skippe das sonst einfach, weil wir haben noch ein paar mehr Encounter. So, ein Ether haben wir jetzt. Und dann fliege ich zuletzt einmal mal kurz zum Anfang. Das ist ein weiter Weg. Und warte mal. In Rosalia City können wir uns auch noch einen Pokémon holen. Aber das erst alles im nächsten Part. Also, wenn es euch bisher gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, Leute, und ciao.